Mieses Hotel erwischt? Beim Urlaub buchen solltest du besser kein Risiko eingehen. Die Reiseexperten im Nienburger Reisebüro beraten dich mit Sicherheit und ohne Mehrkosten, damit deine Urlaubszeit auch wirklich die schönste Zeit des Jahres wird. Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Montag, den 25. April. Über ein wieder einmal gelungenes Kinderfest freute sich Nienburgs türkisch-islamische Gemeinde. Auf dem Platz vor der Moschee wurde den Erwachsenen sowie Mädchen und Jungen, um die es an diesem Tag ging, am Samstag viel geboten. Auch die türkisch-islamische Gemeinde Rehburg-Lokum feierte am Wochenende 23 Nisan das Fest der Kinder. Zum 10-jährigen Jubiläum dieser Veranstaltung hatten sich die Organisatoren ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht. Die Jägerschaft Nienburg sieht in Klaus Tweetmeier den Nachfolger von Harald Freerking im Amt des Kreisjägermeisters. Das bestimmte die Jahreshauptversammlung am Samstag in Liebenau bei ihren Wahlen einstimmig. Die Übergabe der 16 Jägerbriefe fiel ungewöhnlich aus, da es mehr Frauen als sonst gab. Allgemein ließ sich in allen Redebeiträgen festhalten, dass die Jägerschaft gesellschaftlich eine wichtige Rolle an- und wahrnimmt. Sie besteht seit genau 70 Jahren. Aktuell gibt es 1093 Mitglieder im Landkreis. Wenn eine Diplom-Volkswirtin von der Kölner Sparkasse zur Kabarettbühne wechselt, ist ein unterhaltsamer Abend voll wirtschaftlicher Einblicke zu erwarten. Anni Hartmann gastierte am Freitagabend mit ihrem aktuellen Bühnenprogramm »Ist das Politik oder kann das weg?« im vollbesetzten Nienburger Kulturwerk. Der Titel ließ den rasanten Rundumschlag durch nationale und internationale Parlamente bereits erahnen. Der Arbeitskreis Miteinander – Inklusion in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya kommt regelmäßig zusammen. Diese derzeit noch kleine Gruppe sucht jetzt Interessierte, die mitmachen wollen. Etwa 50 Radfahrer ließen am Wochenende in Stolzenau ihr Zweirad vom ADFC kodieren. Die regelmäßige Aktion soll Langfinger abschrecken und Schutz vor Diebstahl gewährleisten. Zum Sport. Die Latein-Tanzformation des 1. TSZ Nienburg hat beim Finalturnier in der Regionalliga nochmal alles in die Waagschale geworfen und vor heimischem Publikum in der Nienburger Mehrbachhalle überzeugt. Trainer Rainer Bormann gab samt Maskottchen vom Trainerstuhl aus Anweisung und freute sich über die Leistung seiner Mannschaft. Der Abstieg in die Oberliga konnte allerdings nicht verhindert werden. Der SC Uchte und der TuS Drakenburg trennten sich im Bezirksliga-Derby 1:1. Das ging in Ordnung, weil die Gäste die erste Halbzeit dominierten und der Gastgeber die zweite. Die Handballerinnen des SV Aue Liebenau mussten gegen den TuS Empelde ohne ihre Torjägerin Sari Reinitz und Wenke Grabisch antreten. Immerhin sprang beim 16:16 ein Punkt heraus. Auch dank der 6 Tore von Anna Schwertfeger. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Montag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.